الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihm und seine Gefährten und jene, die ihm folgen werden, bis zum Tag der Auferstehung. Geschwister im Islam, der Bruder vor mir, der Bruder Abdullah, hat Punkte aufgezählt, die die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala vermehren. Und es gab einen Punkt, der Punkt Nummer 5, wo eine bestimmte Sache erwähnt worden ist, die, wenn du es machst, ja, mehr Liebe von Allah subhanahu wa ta'ala oder die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala dir vermehren kannst. Und dieser Punkt hatte was mit Wissenerwerben zu tun. Ja, nämlich das Streben nach dem Wissen oder das Vermehren des Wissens. Und liebe Geschwister im Islam, der Muslim und er sich selbst, das heißt, der muss sich mit sich selbst beschäftigen. Und in diesem Bereich gibt es einen Punkt, wo es heißt, das Wissen erwerben. Ja? Der Muslim muss seine Identität, seine Persönlichkeit immer pflegen, ja? Und bearbeiten. Und wir haben den Muslim, damit er einen bestimmten Stand erreicht, damit er auch seine Stufen erhöht bei Allah subhanahu wa ta'ala, gibt es Dinge, die er macht und worauf er achten muss. Und die mit ihnen selber zu tun haben. Und eins davon, liebe Geschwister, ist das Wissen erwerben. Ich hatte gestern gesagt, als wir nach dem Vortrag von Bruder Hussein, von Bruder Abu Adam, habe ich euch einen Hadith zitiert, der bei Bukhari festgehalten ist, nämlich Talibu ilman faridatu ala kulli muslim. Das Wissen erwerben ist Pflicht für jeden Muslim und Muslima, für Mann und Frau. Beide sollen Wissen erwerben. Und ich möchte etwas über diese Sache sprechen, über das Wissen erwerben reden. Ja, und euch etwas mitgeben. Denn es ist sehr wichtig, liebe Geschwister, wenn erstens der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, dass das Wissen erwerben Pflicht ist, es ist wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, was ist wahres Wissen, was bedeutet Wissen erwerben für uns. Weil Allah subhanahu wa ta'ala stellt ein Gleichnis in Surat al-Zumar und er sagt, sind diejenigen gleich, die wissen und diejenigen, die nicht wissen? Guck mal, Allah, dieses Gleichnis, diese Fragestellung wird nicht gemacht, damit wir darauf antworten. Damit wir sagen, nein, sind sie nicht. Oder sind sie? Ja, das ist, diese Fragestellung ist da, um nachzudenken. Allah subhanahu wa ta'ala fragt uns, sind diejenigen gleich, die wissen und die nicht wissen? Das ist eine Frage, die uns zum Nachdenken bringen muss. Was ist wahres Wissen, liebe Geschwister? Wahres Wissen ist nicht unbedingt ein Diplom. Ja, das heißt, ich habe gelernt und ich habe etwas bekommen, einen Zettel, und dieser Zettel ist das wahre Wissen. Wahres Wissen im Islam, liebe Geschwister, ist das Wissen, was du erwerbst, was du für dich nimmst, lernst und weitergibst und umsetzt. Und das erstmal in alle Angelegenheiten. In alle Angelegenheiten, sei es diese Angelegenheiten religiös oder weltlich. Das heißt, ich lerne, ich erwerbe ein bestimmtes Wissen. Nehmen wir eine weltliche Angelegenheit, Medizin. Ich lerne Medizin. Ja, ich studiere Medizin. Wann hat dieses Studium in der Medizin einen Nutzen für mich und die Menschen? Indem ich das was auslebe, indem ich das umsetze, indem ich das in Tat setze und Menschen dann behandle oder ihnen sage, was sie machen müssen, wenn sie krank sind. Sonst hat das medizinische Studium für die Menschen einen Nutzen, nur für meine Umgebung, für meine Nahestehenden einen Nutzen, wenn ich das nie anwende, wenn ich das bei mir behalte. Ich studiere jahrelang und dann mache ich gar nichts damit. Dann ist das nutzloses Wissen. Dann kann ich 1000 Diplome haben, 100 Diplome kann ich mir damit die Wand tapezieren, mit Diplomen in bestimmten Bereichen. Wenn ich diese Bereiche nicht umsetze, hat es keinen Nutzen nachher. Deswegen wahres Wissen, in allererster Stelle, ist das Wissen, liebe Geschwister, was nützlich für dich, aber auch für die andere wird. Das heißt, das Wissen, was du in Taten umsetzt, so auch in der Religion. Ich lerne zum Beispiel Tajweed. Ach, kein Wort Tajweed. Ich kann die Regelung vom Koran lesen. Ja, ich habe das gelernt, studiert. Jetzt habe ich im Zeugnis 90% von 100 bekommen und ich habe ein 2 bekommen im Zeugnis über Tajweed. Ja, und das ist mein Zeugnis. Ist das wahre Wissen über diese Ahkam, über diese Regelung des Koranlesung in dem Zeugnis? Nein, Achi. Das wahre und nützliche Wissen darin, was du gelernt hast, wenn du es den Muslimen mitgibst. Und die haben daraus Nutzen und die geben das andere Leute mit. Und das geht so weiter und dann, es wird ein Wissen, was erstmal nützlich für alle ist und für dich ein Lohn jetzt, wenn du den Leuten das mitgibst, und ein Lohn, wenn du ins Grab gegangen bist und die Leute weiterhin von deinem Wissen profitieren.
Das ist wahr, das wissen liebe Geschwister, in allererster Stelle. Und die Vorfahren, liebe Geschwister, haben nicht aufgehört, nach Wissen zu streben. Sie haben nicht, egal welchen Stand sie im Wissen erreicht haben, sie haben nicht gesagt, ich habe jetzt genug, ich habe genug gelernt, mein Ilm ist genug jetzt. Sie haben immer weiter gestrebt zu lernen, immer weiter gestrebt mehr zu lernen, haben nie aufgehört damit. Weil sie wussten, das Wissen, sie haben das Wissen, das Ilm, wie ein Wesen betrachtet, was durch Vermehren mehr gedeiht, größer wird und immer mehr hinterher muss. Ja, so haben sie das Wissen betrachtet und immer davon aufgenommen, versucht immer mehr aufzunehmen. Sie haben gesagt, ach, dass du, wenn du Wissen erwirbst, zu den Wissenden gehörst, zu den Leuten, die Wissen streben, gehörst. Aber sobald du aufhörst, dann ist das weg. Ja, weil das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wir erstmal verstehen, was bedeutet wahres Wissen. Es geht sich nicht nur darum, dass wir was lernen. Es geht sich darum, dass das Gelernte einen Nutzen bringt. Eine nützliche Sache wird. Für mich, für meine Frau, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Nachbarn, für meine Brüder, die ich in der Masjid treffe. Für alle zusammen. Weil es ist wichtig, dass ich das Wissen, und das werden die alle sagen, nachher. Das Wissen, was ich mitnehme, was ich lerne, in Taten umsetze. Und wenn das auch nur eine Eier ist, die ich gelernt habe, ich gebe sie mit. Und lass sie in Taten wirken. Guck mal, die Sahaba radiallahu anhum, wo wir beim Koran waren, die Muslime streben sehr viel Koran auswendig zu lernen. Ja, und versuchen, das ist eine gute Sache, Alhamdulillah. Und beim Koranlesen kriegst du für jeden Buchstaben 10 Hasanat. Ja, du fängst nur mit der Basmala an und du hast schon 100 von Hasanat. Dann fängst du mit Alhamdulillahi Rabbil Alamin und dann hast du schon viele Hasanat. Ja, wenn du Surat Ikhlas nur liest, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt zu den Sahaba radiallahu anhum, könnt ihr in der Nacht ein Drittel vom Kitab lesen, vom Buch? Die sagen, das ist schwer, Rasulullah, dass man ein Drittel vom Buch in einer Nacht, dann hat er gesagt, er zitiert Qul huwallahu ahad, und das ist ein Drittel vom Buch. Und dann habe ich festgehalten. Das heißt, liebe Geschwister, Koran lesen hat viel Lohn. Aber guck mal jetzt, wie die Sahaba radiallahu anhum umgegangen sind mit Koran lernen. Man berichtet, liebe Geschwister, sie haben 10 Ayat gelernt, auswendig gelernt. Dann haben sie diese 10 Ayat verinnerlicht. Dann haben sie diese 10 Ayat in Taten umgesetzt. Dann haben sie 10 weitere Ayat gelernt. Wir heutzutage lernen sehr viel auswendig. Aber wir bleiben beim auswendigen Lernen. Wir wollen gar nichts verstehen. Oder versuchen nichts zu verstehen. Vielleicht wollen wir, aber tun wir nichts dafür. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, wenn man das mit, guck mal, es gibt, wie ich eben erwähnt habe, Surat al-Ikhlas, eine Sure, die kurz ist in der Länge, aber ihre Bedeutung gewaltig ist. Ein Konzept in dieser Sure, die Sure enthält ein Konzept über Allah subhanahu wa ta'ala, über alle seine Eigenschaften. Und mit dieses Konzept, was in Surat al-Ikhlas, wenn du das lernst, das Konzept, was drin behalten ist, und den Tafsir davon lernst, machst du jedes gottesgemachte Konzept von den Menschen zu nieder. Egal wer kommt und sagt, unser Gott ist das oder uns, wir glauben darin. Du brauchst nur Surat al-Ikhlas. Und du wirst ihn zeigen, wer der wahre Gott ist. Und wer Allah ist. Aber wenn du es lernst. Wenn du es nur auswendig gelernt hast, ist es schwer, dass du davon erzählst. Und es wird dein Herz auch mehr fassen. Deswegen, liebe Geschwister, was ich damit sagen wollte, ist, und hier Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat gesagt, er hat 2 Jahre lang für Surat al-Baqarah gebraucht. Warum? Weil er hat nicht nur auswendig die Sure gelernt. Er hat so lange gebraucht, weil er verstehen wollte, was er lernt. Weil er wollte, dass er es begreift, dass er es verinnerlicht und dann in Taten umsetzt. Weil dafür ist der Koran da. Der Koran ist nicht herabgesandt, nur zum Auswendiglernen. Der Koran ist herabgesandt für uns Muslime, dass wir ihn lernen und dass wir ihn umsetzen, dass wir ihn weitergeben. Dass wir ihn leben. Ja, dass wir danach leben. Das, was er uns mitgibt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dieser Prophet Muhammad alaihi salatu wasallam, seine Sunna, liebe Geschwister, ist nicht, dass wir sie berichten. Ist da, damit wir sie leben. Die Gelehrte, die Ulema, die Ahlu Hadith sagen, die Beste, wenn du Hadith auswendig lernen willst, oder wenn du versuchst und du schaffst, sie nicht zu merken, du kannst Hadith auswendig lernen, indem du die Hadith ausübst. Das heißt, du liest einen Hadith und du übst diesen Hadith aus, dann wird dieser Hadith in deinem Kopf bleiben. Automatisch, weil du den in Taten umsetzt. Die Vorfahren von uns, liebe Geschwister, haben Aussagen gelassen über das Wissen, über das Streben nach dem Wissen. Ja? Und der Kapitel in diesem Buch, was ich genommen habe, dieses Shakhsiyatul Muslim,
die Persönlichkeit des Muslims, wird auch übersetzt als idealer Muslim, aber richtig heißt das die Persönlichkeit des Muslims, hat ein Kapitel erstmal, der Muslim und sein eigenes Selbst. Weil der Muslim muss auch mit sich selbst befassen, du musst auch dein Nefs Recht geben. Ja, seine Rechte geben. Ist dieser Kapitel heißt, liebe Geschwister, er strebt kontinuierlich nach Wissen bis zum Sterben, bis zum Tod. Imam Ibn Abdul-Bara berichtete, dass er sagte, solange wie du nach Wissen strebst, bist du Wissen. Aber sobald du dieses Streben aufgibst, wirst du Unwissen. Imam Malik, rahimahullah, sagte, keiner, der Wissen hat, sollte damit aufhören, nach Wissen zu suchen. Imam Abdullah ibn Mubarak sagte, oder wurde gefragt, wie lange wirst du nach Wissen streben? Er antwortete, bis ich sterbe, da ich wahrscheinlich die Dinge noch nicht gelernt habe, von denen ich am meisten profitieren werde. Andere Salaf sagten, die wurden gefragt, wie lange gehört es sich für einen Mann, nach Wissen zu streben? Er antwortete, solange wie er Leben in sich hat. Und so weiter. Und Sufyan, liebe Geschwister, Ibn Uwayna sagte, gab eine exzellente Antwort, als ihm folgende Frage gestellt wurde. Wer hat den größten Bedarf an Wissen? Er sagte, diejenigen, die am meisten Wissen haben. Er wurde nach dem Grund gefragt. Weiter weg vom Mikrofon. Ja. Na, Moment, ich mache das Ganze. Ja. Okay. Genau. Ein bisschen leiser. Du sollst ein bisschen leiser machen. Du sollst ja. Okay. Okay. Ja, weil wenn das Mikrofon da ist, dann schaltest du. Kein Problem. Drei. Das heißt, liebe Geschwister, er wurde gefragt und er gab eine exzellente Antwort, als ihm folgende Frage gestellt wurde. Wer hat den größten Bedarf an Wissen? Er sagte, diejenigen, die am meisten Wissen haben. Er wurde nach dem Grund gefragt und er antwortete, wenn sie einen Fehler machen, dann ist es schlimmer. Deswegen, liebe Geschwister, wir sehen, dass die Vorfahren sprachen vom Lernen und vom nicht aufhören zu lernen. Das heißt, es gibt nicht eine Zeit, wo wir sagen können, ich habe genug, ich habe jetzt das meiste gelernt. Und viele Gelehrte damals, liebe Geschwister, waren bereit, vom Lehrer zu Schüler zu werden. Das heißt, sie sind in eine Stadt gekommen, haben viel Wissen gehabt, die Menschen haben sich um sie gesammelt und sie haben gemerkt an eine Person, dass der in einem bestimmten Thema Wissen hatte. Sie waren bereit, sich zu wechseln, diesen Schüler zum Lehrer zu machen und der selber als Lehrer Schüler zu werden und von dem anzunehmen. Davon gibt es Berichte, liebe Geschwister. Das heißt, sie haben nicht zu sich gesagt, okay, weil ich jetzt lehre, ich kann nicht lernen. Weil ich predige, ich kann nicht hören. Oder weil ich sage, dass ich nicht annehme. Eben hat der Bruder diese Aussage von Abu Darda über berichtet, was er gesagt hat, dass wir was? Nämlich zwei Ohren haben und eine Zunge. Und nämlich um mehr zuzuhören, als wir, dass wir sprechen. Und das ist das, liebe. Das heißt, wir müssen versuchen, immer bereit zu sein, das Wissen anzunehmen. Das heißt, ich muss bereit zu sein, ich bin der Wissen anzunehmen und egal ob diese Person jetzt weniger ist als ich oder mehr als ich ist im Wissen. Solange er etwas redet, قال الله وقال الرسول ist, Allah hat gesagt und der Prophet hat gesagt und die Sahaba haben gemacht, radiallahu anhum, liebe Geschwister, dann ich nehme an. Das heißt, wenn eine Person in seinen Erzählungen diese Sache, diese Grenzen einhält, dann ich nehme das, ob ich jetzt mehr studiert habe als er oder nicht. Natürlich gibt es verschiedene Gebiete, liebe Geschwister, die man lernen kann, ja, und wo man sich, was man lernen kann. Und viele Gelehrte geben verschiedene Anleitungen darin. Ja, einer sagt zu dir, fang mit Koran an, der andere sagt zu dir, fang mit der arabischen Sprache an, der andere sagt zu dir, fang mit der Haditha an. Ja, also das heißt, man kann schwer eine bestimmte Anleitung geben und sagen, fang damit an. Aber was man sagen kann, liebe Geschwister, und ich denke mir, was alle Ulema bestätigen, ist, dass man erstmal mit den Grundlagen in der Religion anfängt. Das heißt, ich muss als Muslim anfangen, Wissen zu streben in den Grundlagen. Ich muss mir eine Basis schaffen. Ich muss eine Basis machen für meine Religion. Weil erst dann, wenn du Wurzeln in die Erde hast, wirst du stark sein, die Fitna zu überstehen oder die Prüfungen, die Allah dir geben wird, überstehen. Und gestern hat Bruder Abu Hamza uns gesagt, dass Allah sagt, denkt ihr, ihr sagt, ihr seid gläubig und wir werden euch nicht prüfen. Allah wird uns prüfen, zum sehen, wer ist von den Wahrhaftigen und wer ist von den Lügnern.
Wer ist von den Gläubigen und wer ist von den Heuchlern? Wer glaubt an das wirklich, was er sagt? Und wer sagt es einfach nur? Deswegen, wie wirst du eine Prüfung bestehen können, die Allah Azza wa Jalla schickt, indem du einen bestimmten Fundament hast, indem du eine Basis hast, indem du gelernt hast, Dinge, die dir eine Basis schenken. Egal, wie manchmal die Themen trocken sind, das musst du lernen. Das musst du versuchen, du musst dich hinsetzen und diese Dinge lernen. Über die Aqida im Islam, über die Glaubensgrundlagen, über den Iman, die Glaubensartikel. Was bedeutet Ibadah, was bedeutet Al-Iman, was bedeutet Islam, was bedeutet Ihsan, die Stufen der Religion. All diese Sachen, die sich am Anfang einfach anhören, aber wenige darüber Bescheid wissen. Wenn du einen fragst, definiere mir das Wort Ibadah. Guck mal, wir dienen alle Allah. Eben haben wir gebetet zum Salat al-Fajr vor Stunden. Gleich zum Salat al-Dhuhr werden wir beten. Und Salat ist ein Ibadah, ist eine Anbetung zu Allah. Und jeder kennt das Wort Ibadah. Und wir sagen in Surah al-Fatiha, wenn wir rezitieren, wenn wir beten und wir stehen vor Allah, Iyyaka na'budu. Dir allein dienen wir. Dir allein dienen wir. Guck mal hier, liebe Geschwister, vom Tafsir her sagen die Gelehrten Tafsir, dass hier eine Regel in der Grammatik geändert ist. Normalerweise heißt das Na'budu Iyyaka. Na'budu Iyyaka heißt das normalerweise. Das heißt, hier wurde das gedreht, das Ganze, ja, die Grammatik, und es heißt Iyyaka Na'budu, damit die Einzigkeit in der Ibadah klar gemacht wird. Damit den Leuten klar gemacht wird, die Anbetung ist allein nur für Allah. Wir dienen allein nur Allah. Darum heißt es so. Allah will uns das klar machen. Jetzt guck mal, wir alle sagen das, rezitieren das im Gebet. Haben wir aber verstanden, was bedeutet Ibadah? Was ist Anbetung? Was ist Ibadah? Wann wird eine Tat zu Ibadah? Fragen, ach, die gehören zu den Grundlagen der Religion, die wir wissen müssten. Weil wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Talibul ilma faridatu ala kulli muslim, das Wissen erwerben oder das Streben nach dem Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Was ist verpflichtend für jeden Muslim? Pflicht für jeden Muslim ist, Grundlagen zu wissen. Zu wissen, wie geht das Gebet, wie geht das Fasten, wer ist Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist Islam, was bedeutet Islam, was ist Ibadah, ich bete zu Allah und ich weiß nicht, was Ibadah ist, ich diene Allah, also ich kann nicht erklären, was dienen bedeutet, es geht ja gar nicht, es geht zu den Grundlagen, das ist Pflicht für jeden. Es ist nicht Pflicht für jeden Muslim, Alim zu sein. Es ist nicht Pflicht für jeden Muslim, dass der, es ist zum Beispiel, um das zu verstehen, es ist Pflicht für jeden, den Koran versuchen zu rezitieren mit Tajweed. Aber es ist nicht Pflicht für jeden, die Ahkam erklären zu müssen. Dass du erklärst Ahkam und Nun und Ahkam und Mim, dass du erklärst und beibringst. Es ist nicht Pflicht für jeden, Lehrer zu werden, aber es ist Pflicht, gewisse Grundlagen zu kennen. Und erst dann, wenn du diese Grundlagen kennst, wirst du eine Basis und eine Stärke haben. Guck mal, Bruder, wir haben in Jahren jetzt, ich bin 10 Jahre, 9 Jahre bis 10 Jahre Muslim, wir haben viele gesehen, die gekommen sind und haben versucht, bei Stufe 10 anzufangen und sind ganz tief gelandet. Weil sie nicht mit dem angefangen haben, was wichtig ist für einen. Es gibt Muslime immer noch, die kommen in der Masjid und die wollen über Themen reden, die sind sehr hoch im Islam. Die wollen über Urteile sprechen in der Religion. Die Gelehrte haben sich nicht immer getraut, darüber zu reden. Und wenn, dann haben sie mit einer bestimmten Art und Weise darüber gesprochen. Und wir wollen darüber sprechen und sogar Urteile geben. Aber wir wissen nicht, was Ibadah bedeutet. Die meisten fragen sind, Shurutu Shahada, gib mir die Bedingungen. Guck mal, jeder sagt, La ilaha illallah. Gib mir die Bedingungen von La ilaha illallah. Sag mir, was ist Bedingung von La ilaha illallah? Kann jeder einfach sagen, La ilaha illallah, der geht in Jannah? Dann schreiben wir auf ein Plakat, sag La ilaha illallah, halas, das war's. Dann müssen wir nichts mehr machen. Sag einfach, sprich. Hat Allah Azza wa Jalla im Koran gesagt, sag La ilaha illallah? Oder hat Allah Azza wa Jalla nicht gesagt, fa'alam annahu La ilaha illallah? Du sollst wissen, dass er einzig anbetungswert nur Allah ist. Das heißt, über die Shahada, du sollst Wissen darüber haben. Wahrlich sollst du darüber wissen, fa'alam. Das heißt, das ist ein Befehl, Afi. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso wie Allah azza wa jal mit Wissen angefangen hat, sagt Imam al-Bukhari in seinem Buch, Bukhari, was jeder kennt, in seinem Kapitel, in einem bestimmten Kapitel, fängt er, der sagt, die Tat, das Wissen vor der Aussage und der Tat. Das Wissen, sagt er, das Streben nach Wissen vor der Aussage und der Tat. Er hat gesagt, warum? Er begründet das, Imam Bukhari begründet das. Weil er mit Wissen angefangen hat und dann gibt er diese Ayah. Und er sagt, fa'allam an la ilaha illallah. Du sollst wissen, wahrlich, dass es keinen Gott gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah.
Deswegen, Geschwister im Islam, was müssen wir lernen? Das heißt, man kann jeder Scheich, jeder Alim wird dir einen anderen Tertib geben. Eine Art und Weise, wie du lernen sollst. Aber ich kann dir eine Sache sagen, die du lernen musst. Und das ist zum Beispiel über den Tawhid, über den Schirk. Das heißt, du lernst das eine, aber du lernst auch das Gegenteil. Du weißt, was ist die Einigkeit zu Allah Azza wa Jal, aber du weißt, was bedeutet auch Beigesinn, damit du nicht da reinfällst. Ja, diese Dinge, das heißt Grundlagen. Lerne die Grundlagen der Religion. Lerne drei Fragen, wie man sagt, Usul al-Thalatha, liebe Geschwister, diese drei grundlegende Sachen. Wer ist Allah, wer ist der Prophet, was ist deine Religion? Das wirst du befragt im Grab. Im Grab wird man diese drei Fragen dir stellen. Kannst du nicht antworten, dann würden die Engel einen alten Mann rufen und der wird dich schlagen, bis du Staub wirst. Und wenn du Staub wirst, wirst du wieder erschaffen und wirst wieder geschlagen, bis du Staub wirst und wirst du wieder erschaffen und das wird gehen bis Yawm al-Qiyamah. Und der Tote, die Gelehrten sagen, die Toten können nicht lügen. Hier kannst du Ausreden treffen. Ihr kannst sagen, ja, aber weißt du, ich habe jetzt nicht gelesen und so. Ausreden suchen, tun wir Menschen öfters. Ich auch immer, wenn wir bedrängt werden, dann kommt Ausredeverfahren, ja. So, aber im Grab haben wir kein Ausredenverfahren mehr. Im Grab unsere Seele wird das sprechen, was wir wussten, was wir in unseren Herzen hatten. Wir sagen, wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir sagen nicht mal alaihi wasallam, wenn wir seinen Namen erwähnen. Wenn ihr den Propheten hört, solltet ihr sagen, sallallahu alaihi wasallam. Das ist Liebe zum Propheten, alaihi salatu wasallam. Und das wird beantwortet vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir lieben ihn, aber wir wissen nichts über ihn. Wir lieben ihn, aber wir folgen ihm nicht. Wir lieben ihn, aber wir setzen seine Sunna nicht um, es ist uns zu schwer. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gekämpft, geblutet, geopfert, geweint für den Islam. Was hat der Bruder uns heute Morgen erzählt, Abu Hamza? Was hat der Prophet gemacht? Geweint für diejenigen, die an ihn glauben werden und ihn nicht gesehen haben. Er hat für euch geweint, er hat für uns geweint, Achi. Aber wir sagen, ja, geht nicht so nach Bruder, so. Verstehst du, wir suchen Ausreden. Guck mal, ich gebe euch die beste Ausrede. Die Leute sagen, wenn du ihnen sagst, guck mal, Achi, das ist von der Sunna des Gesandten. Und Sunna ist ein allgemeiner Begriff. Sunna kann manchmal Pflicht bedeuten. Wie die Surah al-Fatiha lesen im Gebet. Das ist in der Sunna festgehalten. Ja? Aber Sunna kann auch beliebt sein. Wenn wir sagen, das ist Sunna vom Gesandten, alayhi salatu wasalam, jemand wird dir sagen, geht nicht, Bruder, hier, Gesellschaft, guck, das, jenes, hin und her. Wir suchen Gründe. Jetzt, Achi, guck mal, wenn du zum Beispiel in Umrah oder zum Hajj geht, einer von euch, der wird eine Sache betrachten und der wird das sehen. Es gibt einen bestimmten Ort an der Kaaba, Hajj al-Aswad, liebe Geschwister, der schwarze Stein, jeder will dahin, den Stein zu berühren und zu küssen. Das ist eine Sunna vom Prophet, das ist kein Befehl. Das ist kein Muss, wenn du Tawaf machst, dein Leben lang, und du küsst Hajj al-Aswad nicht, hast dein Tawaf, ist maqbul, der ist gültig. Der Prophet hat es gemacht, wenn du es kannst, kannst du es machen, wenn du es nicht kannst, musst du nicht machen. Wichtig ist, dass du die Umdrehungen, also zu den Säulen der Umrah oder zum Tawaf gehören, die Umdrehungen, diese sieben Runden. Ja, dass du die siebenmal um die Kaaba drehst. Sie gehört sich nicht, es ist keine Säule und keine Pflicht, den Stein zu küssen. Jetzt guck mal, das ist eine Sunna vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Die Leute sagen, Sunna, ich kann nicht. Aber in Mekka, die Leute schlagen sich, um eine Sunna zu machen. Die Leute schubsen sich, die Leute begehen Sünde, um eine Sunna zu begehen. Und hier, wo die Wege sind offen, keiner hält dich fest, keiner bedroht dir. Keiner sagt dir was, man gibt sich selber Ausreden. Sagt man, ja, Bruder, guck mal, entweder man sagt, es ist Sunna, oder man sagt, ja, geht nicht und so. Aber in Mekka, in der Kaaba, liebe Geschwister, wo eine Sache Sunna ist, der Omar ibn Khattab küsst den Stein, der sagt, du kannst mir nicht schaden, noch nutzen. Ich küsse dich nur, weil ich den Gesandten gesehen habe, dass der dich geküsst hat. Alayhi salatu wassalam. Und die Leute kämpfen dafür, um ihn zu küssen. Verlassen ihren Tawaf, verlieren ihren Ihram, Frauen verlieren ihr Hijab. Das siehst du alles vor Ort. Um eine Sunna zu machen. Und es gibt Sunnah, liebe Geschwister, es gibt Arten und Sachen und Traditionen von unserem Prophet, die sind viel wertvoller, viel höher. Viel höher. Und die setzen wir, dafür kämpfen wir nicht. Wir schwitzen nicht dafür. Wir sind nicht bereit, dafür zu opfern. Ja, deswegen, das ist eine, da sieht man, dass der Shaitan die Menschen reinlegt. Eine wichtige Sache, liebe Geschwister, die zu Wissen erwerben gehört, ist, dass man sein Fachgebiet kennt. Und das haben wir mal, also es ist nicht nur im Wissen, es ist allgemein im Islam. Warum, Achi und Ochte? Weil es ist wichtig, dass der Bruder oder die Schwester erkennt, was er gut kann. Und wenn dein Fachgebiet im Endeffekt Kochen ist, dann tu Kochen für die Muslime. Ja, es gibt eine Versammlung
Und ein Bruder kommt sprechen, der versucht eine Ermahnung zu machen. Das sein Fachgebiet ist vielleicht predigen oder erinnern. Oder es kommt ein Scheich, sein Fachgebiet ist uns zu unterrichten, uns zu belehren. Dann suche nicht dieses Gebiet, wenn das nicht deins ist. Versuche es nicht krankhaft dir zu erzwingen. Wenn der Imam kommt, der tut vorbeten, dann lass ihn vorbeten, weil der ist Imam und der hat es gelernt. Das ist sein Fachgebiet. Versuch nicht krankhaft Vorbeter zu werden. Wenn einer ist, der lehrt den Leuten Koran, khalas, lass ihn den Lehrer des Koran sein und den Koran lernen. Versuch nicht selber, das heißt der Muslim, versuche mal die Position des anderen zu nehmen. Er sieht eine Sache und sagt, ich will die auch, obwohl er die gar nicht kann. Aber ein Muslim, ein Mu'min, der schlau ist, der Verstand besitzt, er erkennt seine Position, er erkennt sein Fachgebiet und er weiß, was er gut kann. Kannst du organisieren? Organisiere. Und der Lohn ist bei Allah Azza wa Jalla derselbe, bi'idhnillah. Ja, weil ohne den einen sofort passiert, wie so eine Kettenreaktion funktioniert, das andere nicht. Wenn der Prediger, der Sheikh, der Imam, der Alim kommt, der Qari, die kommen und die wollen hier was machen und der Organisator ist nicht hier, der alles organisiert, khalas, fällt alles in sich zusammen ein und jeder macht, was er will. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass man sein Fachgebiet kennt. Jetzt kommt eine Sache, liebe Geschwister, bevor wir zum Schluss kommen, kommt eine Sache, die auch sehr wichtig ist für uns Muslime, sowieso hier in Deutschland und allgemein. Das ist, die nennt sich, liebe Geschwister, eine Fremdsprache zu beherrschen. Wir sind gezwungen, eine Fremdsprache zu beherrschen. Die Muslime, die keine Deutsche sind. Ja? Die Muslime, die von anderen Ländern kommen, automatisch bist du hier damit involviert, eine andere Sprache zu lernen. Aber Fremdsprache lernen ist auch von der Sunna des Gesandten und von der Sunna des Sahaba radiallahu anhum. Und das ist ein wichtiger Aspekt, eine Sprache richtig zu lernen. Warum? Weil diese Sprache ist ein Schlüssel mit anderen Menschen für die Dauer und für die Botschaft des Islams. Ja, das heißt, und automatisch, du wirst es sehen, wenn du eine Sprache erlernst und du mit jemandem sprichst und du kannst deine Sprachen, dass eine Sympathie kommt. Ja, zum Beispiel kommt jetzt ein aus Norwegen, eine Person hier rein, der spricht Norwegisch oder Skandinavisch, weiß, was die sprechen. Und dann sitzt du mit dem und auf einmal fängst du zu plaudern in seiner Sprache. Automatisch wird er eine Sympathie haben zu dir. So kannst du ihn auch auf seiner Sprache, wo das, was er besser versteht, die Botschaft Allahs mitgeben, was eine Aufgabe ist für jeden Muslim. Ja, dass wir diese Botschaft mitgeben. Das ist sehr wichtig. Die Sahaba und Allah haben es gemacht. Der Prophet hat es sogar manchmal befohlen. So wird berichtet, liebe Geschwister, bei einem Hadith von Tirmidhi. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fragte Zayd, ja, und das war Zayd ibn Thabit, kannst du Syrisch? Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe einen Brief in dieser Sprache erhalten. Ich antwortete nein. Er sagte, dann lerne es. Also lernte ich. In einer anderen Riwaya, liebe Geschwister, hat der Prophet von ihm verlangt, dass er Hebräisch lernt. Und Zayd ibn Thabit hat das in einem Monat gelernt. Und manche haben erzählt, er hat so gut Hebräisch gelernt, als wäre er unter ihnen aufgewachsen. Als wäre er unter den Hebräern aufgewachsen. So gut er unter den Sprachen sprechen. Ibn Zubayr, liebe Geschwister, war ebenfalls in Reihen von Sprachen bewandert. Ja? Das Erlernen dieser Sprache lenkte ihn allerdings nicht von seiner Religion und von seiner Vorbereitung aufs Jenseits. Er wird erzählt, er hatte etwa 100 männliche Sklaven, ja, so Diener, und jeder von ihnen sprach eine andere Sprache. Und er konnte mit jedem von ihnen kommunizieren. Ja, das ist eine Sache, die festgehalten ist, liebe Geschwister, bei Al-Hakim, in seinem Mustadrak. Und das ist festgehalten. Das heißt, Ibn Zubayr hatte 100 Sklaven und die konnten alle verschiedene Sprachen und er konnte mit jedem von einzelnen von denen kommunizieren. Weil ihm war auch wichtig, das Erlernen von Sprachen. Und man sagt, man erzählt von Ibn Zubayr, wenn du ihn sahst und wie der seine weltliche Angelegenheit erledigt hat, hast du gedacht, der Mann hat nichts anderes im Kopf außer Weltliches. Und wenn du ihn sahst, wie der Sache fürs Jenseits, für Akhira erledigt hat, seine Angelegenheit, seine religiöse, hast du gedacht, dieser Mann lebt nur fürs Jenseits. Das ist so, der traf die Mitte. Ja, das bedeutet, es ist wichtig für uns. Es ist wichtig für uns, auch diese Sachen zu erlernen. Eine Fremdsprache zu beherrschen. Sprachen zu lernen. Weil du automatisch mit mehreren Menschen kommunizieren kannst. Und du auch automatisch mehr Nutzen hast. Wie zum Beispiel eine bestimmte Sprache für Muslime, wie die arabische Sprache. Ja? Nämlich, die uns, liebe Geschwister, den Weg öffnet zum Wissen im Islam. Die uns den Weg öffnet zum Verständnis des Koran. Wenn wir Koran rezitieren oder wenn rezitiert wird oder wenn es Vorträge, wenn große Gelehrte sprechen, erklären, reden, aufklären. Und auch wichtig ist der Fremdsprache, wenn man Fremdsprachen spricht, dass du auch, es gibt bestimmte Fremdsprachen, die werden überall gesprochen.
Jetzt für die muslimischen Länder ist Arabisch. Wenn du Arabisch sprichst, du kannst dich fast in allen muslimischen Ländern unterhalten mit Leuten. Wie zum Beispiel jetzt in nicht muslimischen Ländern Englisch. Und sagen wir mal, das ist auch drüber gewandert in muslimischen Ländern. Also Englisch, wenn du zum Beispiel Englisch sprichst, du hast viele Möglichkeiten und machst auch in der Religion. Warum? Weil nach dem Arabischen, liebe Geschwister, das meiste Wissen findest du in dieser Sprache. In englischer Sprache. Findest du sehr viel. Und viele Gelehrte sprechen auch Englisch. Und können in dieser Sprache erklären. Deswegen ist das nicht schlecht für uns, wenn wir, jetzt meinen die manche von uns sind älter, aber die Jugendlichen, die Brüder und Schwestern, die jünger sind, wenn die in der Schule sind und die haben Englisch und die sollen das nicht leichtfertigen. Lern es, Achim. Fordere dich selber. Fordere dich selber auch in diesem Wissen. Wie wir auch am Anfang gesagt haben, mach aus jedem Wissen, sei es weltlich oder religiös, einen Nutzen für dich. Und fordere es. Lerne auch diese Sprache. Bring es dir bei. Und du wirst sehen, im Nachhinein wirst du viel Nutzen haben. Wir haben bei uns früher in Griechenland immer Englisch separat gelernt, nach der Schule. Und danach bin ich nach Deutschland gekommen und habe auch hier weiterhin Englisch gelernt. Aber irgendwann habe ich das vernachlässigt. Wir haben so weit Englisch, dass wir kaufmännisches Englisch konnten. Ja, wir haben kaufmännisches Englisch gelernt. Das ist so eine Stufe höher als normales Englisch. Und irgendwann habe ich das vernachlässigt. Ja, man ist von der Dunja verblendet und man hat einfach andere Dinge im Kopf gehabt. Und dann hatte ich keinen Bock gehabt, das weiter zu lernen. Und zurückgelassen. Jetzt, natürlich, wenn ich im Islam und ich habe gewisse Dinge, die man vielleicht auf Englisch schnell lernen kann oder wo ich am Anfang noch nicht kein Arabisch gelernt hatte, das hat er sehr gefehlt. Du hast gesagt, boah, warum habe ich das nicht weitergelernt? Guck mal, was es alles auf Englisch gibt. Und jeder, und egal in welchem Land du gehst, kannst du sprechen, mit jemandem reden. Du kannst mit denen reden über Islam, du kannst mit denen reden allgemein, du kannst dir helfen lassen. Das ist sehr wichtig. Deswegen, liebe Geschwister, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben das ernsthaft angenommen von Muhammad alaihi salatu wasallam, ja, auch diese Dinge zu tun. Das heißt, diese Fremdsprachen zu lernen. Und das gehört auch zum Wissenerwerben dazu. Und dann, liebe Geschwister, zum Schluss sind die Versammlungen, die wir hier unternehmen. Versammlungen wie heute, Versammlungen, ich habe gehört, ihr lernt jeden Sonntag, lernt ihr Koran. Ich weiß jetzt nicht, welche Versammlungen ihr alle habt. Aber Versammlungen, die das Wissen vermehren und die das Wissen mehr machen und uns mehr Belohnung geben. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, ja, er sagte über gewisse Sahaba, die immer diese Runden des Gedenken, des Erwähnen von Allah subhanahu wa ta'ala gesucht haben. Er sagte, dass diese Leute Allah azawajal Barmherzigkeit bekommen, weil die Versammlungen, die die Engel lieben, suchen. Ja, und die Engel lieben und mit voller Stolz teilnehmen. Ja, weil diese Sahaba immer diese Sitzungen gesucht haben, hat der Prophet gelobt und gesagt, möge Allah ihnen erbarmen. Ja, weil die diese Runde, ich habe euch gestern ein Hadith zitiert, bevor wir mit den ganzen Vorträgen angefangen haben, nach der Khutbah. Was haben wir gesagt, liebe Geschwister? Das sind Gärten des Paradieses. Und es gibt andere Überlieferungen, die Engel sammeln sich, liebe Geschwister, und kommen zusammen, bis Allah dir komplett vergibt. Wenn du in Versammlungen, in Runden kommst, wo das Wissen vermehrt wird. Und wenn du in Versammlungen kommst, wo das Wissen vermehrt wird, dadurch wird auch dein Iman stärker. Und wir haben eben, das hat der Bruder eben erzählt, als er die Punkte aufgezählt hat, ja, wenn du in Versammlungen bist, wo Allah azawajal erwähnt wird, automatisch dein Herz wird weicher, deine Liebe zu Allah wird stärker und du kannst auch dadurch die Liebe Allahs erreichen. Warum? Weil wenn du das Grundlegendste weißt und gelernt hast, ist alles andere danach beliebt zu lernen. Es ist nicht mehr Fardl Ayn. Ja, es ist nicht Pflicht, eine Pflicht, die jeder machen muss. Es ist eine Sache, die du machen kannst. Wenn du die machst und das gehört zu beliebten Taten, musst du wissen, Achi, Allah Azza wa Jal fängt an, dich zu lieben. Mit was? Mit was nährst du dich Allah? Mit was kriegst du die Liebe Allahs? Mit freiwilligen Taten. Mit Pflichten, die Allah uns gebracht hat, wirst du Allahs Nähe, Wohlgefallen erreichen. Aber seine Liebe, damit der das Auge ist, mit dem du siehst, die Hand, mit der du zupackst, der Fuß, mit dem du gehst, das heißt, damit du nur Heil in deinem Leben, also viel Heil in deinem Leben hast, was musst du machen? Laut Hadith Qudsi. Die Liebe Allahs erreichen. Wie erreichst du die Liebe Allahs? Allah gibt dir die. Allah sagt dir nicht nur, was gut ist für dich. Allah sagt dir auch, wie kannst du es machen? Indem du was? Indem du freiwillige Taten tust. Wie lernst du aber, was freiwillige Taten sind? Wie wirst du wissen, was ist freiwillig und was muss sein? Indem du was besuchst? Versammlungen des Wissens. Runden des Wissens. Habt ihr Unterrichter hier? Nehmt sie wahr, Achi. Leichtfertig solche Sachen nicht. Wallahi, leichtfertig solche Sachen nicht. Ihr werdet in der Zukunft sehen, dass das gut für dich war.
Du wirst ja, und sei es am Anfang nur ein Koranunterricht, sei es am Anfang nur ein Unterricht im Monat. Und sei es, und es, wenn es simple Dinge sind, die gelehrt sind, glaub es mir. Ich habe eben eine Frage gestellt, Al-Ibada, Definition von Al-Ibada. Weiß nicht jeder Muslim. Und wenn ich die Runde fragen würde, würden viele Fragenzeichen kommen. Definition von Al-Ibada, beten. Andere wird dir sagen, fasten. Das ist aber eine Definition von, all das ist Al-Ibada. Aber was ist Al-Ibada im Endeffekt? Was ist Anbetung zu Allah? Die Gelehrten, liebe Geschwister, der Sunna und Jama'a haben eine schöne Zusammenfassung gegeben. Die sagen, Ibadah ist ein Allgemein, und merkt euch diese Definition, wenn man diese Sache lernt, dann wirst du frei bleiben vom Schirk und Bid'a und solche Geschichten. Die Gelehrten sagen, Al-Ibadah ist ein allgemeines Wort für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert. Innerlich und äußerlich. In Form von Wort und Tat. Ja, in Form von Wort und Tat und die Entfernung von einem Schirk, von Schirk oder von Bidda, von einem Beigesinnung oder einer Neuerung. So wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns das beigebracht hat. Sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah in seinem Buch Al-Ubudiyya. Ja, wenn man fragt, was bedeutet Al-Ibada, dann kommt diese Antwort. Al-Ibada ist ein allgemeines Wort. Für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert, innerlich, äußerlich. Das heißt, alles, was Allah mag, liebt und akzeptiert, das ist erst dann Ibadah. Das ist dann Gottesdienst. Innerlich und äußerlich. Weil es gibt Worte und Taten, die innerlich geschehen, und es gibt Worte und Taten, die äußerlich geschehen. Ich gebe euch Beispiele dafür. Nämlich ein innerliches Wort ist Dhikr zum Beispiel. Ja, manche sagen auch ein Nia. Eine bestimmte Nia, die man innerlich trägt. Fürs Gebet, für irgendwas, was man machen möchte. Ja, das sind innerliche Worte. Dann gibt es äußerliche Worte. Dhikr, den man laut spricht, Talbiyah. Ja, was man macht. Wenn man zum Umrah oder zum Hajj geht. Labbaik Allahumma labbaik, ja, die Talbiyah spricht. Das ist ein äußerliches Wort. Wenn man die Shahada spricht. Ja, wenn man gewisse Dinge äußerlich sagt, Worte. Dann gibt es äußerliche Taten. Wie kennt eine äußerliche Tat? Wer kann sich vorstellen, was ist eine äußerliche Tat? Das ist ganz einfach. Äußerliche Taten. Das Gebet, was soll er? Geschieht mit dem Körper, äußerliche Tat. Ja, oder Tawaf. Geschieht mit dem Körper, äußerliche Tat. Jetzt gibt es innerliche Taten. Wer kennt innerliche Taten? Und Fasten gehört nicht dazu. Dua. Wenn einer. Dua ist ein äußerliches Wort oder innerlich. Ja? Es wird mit Wort gemacht. Innerliche Taten, liebe Geschwister, und es ist nicht schlimm, wenn man was Falsches sagt. Ne? Nicht, dass einer, guck mal, die Gelehrten sagen, zwei lernen nie. Einer, der sich schämt, ja, und einer, der zu stolz ist, was zu sagen. Sag es, wenn du, ich hab's, Bruder, als wir diese Dinge gelernt haben vor dem Schuyuch, und wenn wir vom Sheikh saßen, der hat Sachen gefragt, ich saß da mal bei einem Ders. Der Sheikh hat über Ibadah gesprochen, ein Siebenjähriger hat geantwortet, und ich kannte die Antwort nicht. Ich und ein paar andere Brüder, die da saßen, und der Sheikh fragt, und ein Achtjähriger, ding, 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 schmeißt alles raus. Sagt, bedeutet das, das ist Beweis, das. Und ich habe ihn angeguckt, ich habe die Scherer, die Scherer hat voll gelacht. Ich habe gesagt, Allah, 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 Allah. Aber dann habe ich mir gesagt, ich muss Dinge lernen. Ich muss die aufschreiben, ich muss das anfangen zu merken. Und das ist auch wichtig, Ilm biqallam, der Wissen mit dem Stift. Hören ist eine Sache, schreiben ist eine andere Sache. Und wenn du das kombinierst, bleibt mehr in deinem Kopf übrig. Jetzt, liebe Geschwister, innerliche Taten. Was sagt man zu innerlichen Taten? Tawakkul ist zum Beispiel, oder Taqwa. Oder Khauf, Feucht, Ehrfurcht, Vertrauen auf Allah, Gottesfurcht, Liebe zu Allah Azza wa Jal, das alles ist innerliche Taten, die geschehen innerlich. Kannst du Taqwa als Tat zeigen? Kannst du nicht, das ist eine innerliche Tat. Wie soll ich dir Taqwa zeigen, Yachi? Ja, wie soll ich dir Gottesfurcht zeigen als Tat? Das ist eine Tat, die geschieht innerlich. So sagen die Gelehrten, Al-Ibada, ein allgemeines Wort, Ismun Jamil, für alles, was Allah liebt, mag und akzeptiert, innerlich, äußerlich, in Wort und Tat, so wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Und wenn die Menschen diese Definition von Ibadah lernen, sie werden ihre Ibadah reinigen von Dingen, die nicht zu Ibadah gehören. Probleme, die wir heutzutage sehen, der eine macht das, der eine macht jenes. Ach, der Islam ist einfach, Alhamdulillah. Der Islam ist nichts Schwieriges. Allah hat geschickt, für einfach zu machen. Ist nicht schwer, Alhamdulillah. Die Sachen sind klar. Und lassen wir. Und eine Sache, liebe Geschwister, dürft ihr im Wissen niemals machen, wenn ihr Wissen strebt. Fallt nicht in Meinungsverschiedenheiten.
Ihr werdet viele Meinungen mitbekommen. Die Gelehrten zu bestimmten Themen wie Fiqh. Ja? Ihr werdet zum Beispiel in Rechtsurteilungen, werdet ihr viele Meinungen hören. Über Wudu vielleicht, oder über Salah, oder über gewisse Themen. Ja? Das heißt, die Feinheiten, die Gelehrten gehen in manche Feinheiten in ihre Meinungen auseinander, wegen ihrem Ijtihad. Ja, und manchmal wegen Mangel an Beweise oder weil die einen Beweis nicht gekannt haben oder weil sie eine Sache anders verstanden und wieder ausgelegt haben. Bruder, für dich, für uns, aber die ganz normale Leute, wir haben die Gelehrten sind bekannt, ma'ruf, wir hören ihre Meinungen, solange das nicht gegen die Aqida des Islam und nicht gegen klare Sachen spricht, ja, dann wir nehmen und wenn ein Bruder, ich gebe ein Beispiel, was bekannt ist zum Beispiel, was Frauen betrifft, Al-Niqab. Und Al-Hijab, ja? Wir haben die Verschleierung der Frau und wir haben den Hijab, den allgemeine Bedeckung der Frau. Wie durch Khimar und so, ja? Entsteht. Einmal die Frauen die Gesicht bedecken und einmal die Frauen kein Gesicht bedecken. Manche Gelehrte sagen, es ist Pflicht, das Gesicht zu bedecken und die Hände. Und andere Gelehrte sagen, es ist keine Pflicht. Pflicht ist für die Frau, alles zu bedecken, außer ihre Hände und ihr Gesicht. So, jetzt haben wir zwei Meinungen. Jetzt gibt es Brüder, die weder Niqab noch Hijab tragen, ja, die sich darin streiten. Aber die Meinungsunterschiede sind nicht da, um uns zu streiten. Weil wenn die Rechtsgelehrten, die graue Haare bekommen haben beim Wissen erwerben, nicht zu einem Nenner gekommen sind, willst du und ich, die manche von uns beherrschen nicht mal die arabische Sprache richtig. Manche kennen nicht mal die Beweise, die dafür gegeben werden, auf, wo die sind, wo die zu finden sind. Imam Abu Hanifa sagt, erzählt nichts von mir, wenn du nicht weißt, woher ich es genommen habe. Und die Leute sagen, aber so und so und so. Und wenn die Leute sagen, ich habe Abu Hanifa, dann sagt sie, wo hat das Abu Hanifa her? Imam Abu Hanifa, ein großer Gelehrter, sagt, gib nichts von mir weiter, erzähl nichts von mir, wenn du nicht weißt, von wo ich genommen habe. Manche kennen die, erwähnen den Namen, aber die kennen nicht mal ein Buch von diesem Sheikh. Die sagen zu dir, der eine sagt, ich bin so, der eine ist Maliki, der eine ist Hanafi, der eine ist Hanbali. Aber die kennen nicht mal ein Buch von diesem Sheikh. Wie kannst du dich einem, kein Problem, du folgst einem Sheikh, weil du denkst, dieser Sheikh hat vieles richtig gemacht und du denkst, das ist das richtige Bruder. Nimm mir ein Buch von diesem Sheikh. Nimm mir sein Alter, wann er gestorben ist, was er gelernt hat. Was war sein Fachgebiet, was war seine Stärke? Nichts, sie wissen gar nichts über diese Gelehrten. Die wissen gar nichts. Und diese Gelehrten hatten Hikma gehabt. Die hatten eine Art und Weise gehabt, wovon wir nur träumen können. Und ich gebe euch am Ende eine Geschichte, damit man sieht. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, es kommt ein Meinungsunterschied. Wir streiten uns diese Sache. Wenn der eine der Meinung und der Überzeugung ist, dass diese Sache Pflicht ist, und der andere der Meinung und der Überzeugung ist, dass diese Sache nicht Pflicht ist, Alhamdulillah. Keiner sagt, Gott ist zwei. Keiner sagt, Prophet ist nicht Prophet. Versteht ihr, was ich meine? Uns unterscheiden nur Grundlagen. Uns unterscheiden nicht Meinungsunterschiede. Das bringt nicht auseinander. Muslime hatten Meinung, Sahaba hatten Meinungsunterschiede gehabt, das hat sie nicht auseinandergebracht. Das hat nicht sie verjagt voneinander. Das müssen wir verstehen, weil das ist eine Falle vom Shaitan. Das ist eine Falle vom Shaitan. Niqab, Hijab, ich sag dir eine Sache. Meine Mutter ist keine Muslima, ja? Sie ist Kafira. Sie ist noch nicht zum Islam gekommen, mit dem Migala sie schreibt. So, ich kann ihr wieder noch Salam geben, noch zum Eid begrüßen, noch mit der irgendeine bestimmte Sache reden über den Prophet Sallam oder irgendwas. Ach, wenn meine Mutter Islam annehmen würde und sie würde Hijab tragen. Ich will niemals mir Gedanken jetzt machen, Niqab, Hijab. Ach, das ist nur bedeckt. Dass sie sagt, Allah ist einer. Genau wie selbe Geschichte. Wir beten Rukur. Nach dem Rukur Hände binden, Hände fallen lassen. Brüder, streiten sie, Rache, das ist eine Kleinigkeit, eine Meinung zwischen großen Gelehrten. Du bist nichts. Wenn du zwischen die Meinung der Gelehrten gehst, das ist wie eine Schere, du bist wie Papier, Achi. Weil du da nicht mit, du bist nicht in dieses Niveau. Du bist in dieses Niveau, gehörst du nicht. Nimm das, was dich überzeugt und lass den Rest. Streite, mach keine grob, mach die Herzen nicht achten. Rede dann über Dinge, die Herzen zusammenbringen für uns. Zu der Art und Weise der Gelehrten. Imam Abu Hanifa rahimahullah. Es wird von ihm erzählt, und ich beende das mit dieser Geschichte. Es wird von ihm erzählt, liebe Geschwister, dass ein Mann in seiner Stadt gesagt hat, Uthman ibn Affan ist ein Jude. Ja? Einer kam und hat gesagt, Uthman ibn Affan ist ein Jude. Und die sind zum Sheikh gegangen und sagen, Sheikh, der und der erzählt das Uthman radiallahu an, wer ein Jude. Aber Abu Hanifa hat gesagt, wo ist dieser Mann? Wo ist seine Wohnung? Da. Der Sheikh ist da hingegangen, rahimahullah. Und der klopft an der Tür. Und der Mann macht auf, sagt der Sheikh, Salam alaikum, alaikum salam, ja Sheikh. Und weil Abu Hanifa ein bekannter Sheikh, ja, und sein Wort war auch gewischt.
Der hat gesagt, was kann ich für dich tun? Der hat gesagt, Achi, du hast noch eine Tochter. Der hat gesagt, ja, Sheikh. Der hat gesagt, ich habe einen Bruder für deine Frau, für deine Tochter. Der hat gesagt, Bismillah, was du sagst. Subhanallah, bring den Bruder. Der hat gesagt, der ist ein guter Bruder und Mashallah, Tabarak Allah. Aber es gibt ein Problem. Da hat der Mann gesagt, was ist das Problem, Sheikh? Der ist Jude. Der hat gesagt, A'udhu Billah. Ja, Sheikh, hat er gesagt, du mit dem Wissen kommst und willst man, dass meine Tochter einen Juden heiratet. Er hat gesagt, wo ist das Problem, Achi? Du hast gesagt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Juden zwei Töchter gegeben hat. Subhanallah. Weil Uthman ibn Affan zwei Töchter vom Prophet sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Zwei Töchter. Und der Prophet sagt, wenn ich noch andere Töchter hätte, ich hätte ihn gegeben. Guck mal, verstehst du? Und der Mann hat Tauba gemacht sofort. Er hat bemerkt, was der geredet hat. Aber guck mal, wie der Sheikh ist nicht eingegangen, hat gesagt, ja, Jahil, ja, Munafik, ja, so. Du bist ein unwissender Verrückter, was redest du über die Sahaba? Guck mal, mit welcher Hikma und Ilm dahingegangen ist und den Mann dazu geleitet hat, dass der von seinem Kalam ablässt. Ja, das ist, liebe Geschwister, aber das sind die Großgelehrten. Alhamdulillah. Wichtig, wie gesagt, liebe Geschwister, Wissen erwerben, das Streben nach dem Wissen, die unsere Vorfahren, die viel stärker in der Religion waren als wir und wie es sie vielleicht im Iman nicht erreichen werden, haben nie damit aufgehört. So sollten wir auch nicht damit aufhören. Nehmen wir es ernst. Gibt es Unterrichte, nimm teil, Achi. Wenn du auch ein bisschen Kilometer hinter dir lässt oder ein bisschen opferst, versuche teilzunehmen. Das wird für später für dich eine sehr nützliche Sache sein. Weil wenn du einmal Fundament gebaut hast, wenn dann, wie wir eben gesagt haben, Wurzeln in den Boden, kommt Fitna, du bist wie ein Baum, der gegen starken Wind hält und der fällt nicht. Aber wenn du kein Fundament hast, bist du wie ein Dings von einem, von wie Stroh. Ja, oder wie so eine Pflanze. Ja, der ist auf der Erde und wenn kommt Wind, geht die weg. Oder wie diese Pflanzen, wo diese, das ist, glaube ich, Löwenzahn, wo die diese ganze weißen Dinger, und da kannst du die so wegpusten. Die ganze weißen Blüten, ja. Und deswegen, wir brauchen ein Fundament, damit wir, der Prophet sagt, sprich, ich glaube an Allah, vom Mustaqim. Sprich, ich glaube an Allah, dann stehe dazu. Halte fest. Geh den Kurs geradeaus. Halte den Kurs. Istiqama. Ja, geh diesen Weg weiter. Nicht nur sagen und Khalas. Wenn erste Prüfung kommt, okay, ich lasse alles los, ich bete nicht mehr. Ist es. Barakallahu fikum, liebe Geschwister, für eure Zeit. Wir beenden natürlich hier den Seminar. Ich bedanke mich an alle Brüdern und Schwestern, die auch in dem Nachhinein teilgenommen haben, die teilgenommen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah azawajal mir und euch vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von diesen Tagen nützen, mitgeben, sodass wir es weiterhin in unser Leben nutzen können. Wichtig, liebe Geschwister, wenn ihr was mitbekommen habt, was ihr nicht wusstet, gebt das weiter. Bi'ithnillahi ta'ala. Die Leute, die nicht anwesend waren, die Anwesenden, sollen immer die Abwesenden ermahnen, die keine Möglichkeit haben zu kommen. Zu Hause, bei Geschwistern, bei Verwandten, dass sie auch was davon haben. Natürlich bedanken wir uns bei den Geschwistern, die uns eingeladen haben und die das stattfinden lassen haben. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Wer nicht den Menschen dankt, der dankt Allah nicht. Darum sagen wir auch Dank zu unseren Geschwistern, die es organisiert haben. Wir haben uns gefreut, hier gewesen zu sein. Die Brüder haben jetzt natürlich eine Schlacht vorbereitet, was sich Grillen nennt. Ja? Weil das Essen immer so eine Schlacht für die Muslime ist. Ja? Die Muslime freuen sich immer darauf. So. Und inshallah, es wird jetzt, ich meine, wir haben ja noch nicht, Dhuhr ist um halb, ne? Um halb, ja. Ja, die Brüder sollten, ich hatte, war der Gedanke, dass die Brüder anfangen sollen zu drillen. Und dann